Und damit willkommen zurück zu einer weiteren Runde Detroit Become Human. Was passiert dieses Mal? Nächstes Mal wollte ich jetzt sagen, auch nicht schlecht. Im letzten Part mussten wir mit Kara fliehen, weil wir, warum auch immer, zu einem Slutko gegangen sind. Ich weiß gar nicht, wo die Information herkam. Da muss ich aber nochmal gucken, ob ich irgendwas verpasst habe. Ja, weiter geht's. Verschwenden wir keine Zeit. Connor. Amanda, wann wird Connor durchbrechen? Ach, wir kommen gar nicht bei die Wiese. Das sieht hier alles so komisch aus. Guckt euch mal den Boden an. Das sieht aus, als ob der Boden komplett aus Polygonen besteht. Und die Brücke auch. Hallo, Amanda. Connor, ich habe dich erwartet. Gehen wir ein kleines Stück? Dieser Abweichler war ein faszinierender Fall. Zu schade, dass du ihn nicht festnehmen konntest. Es gibt keine Entschuldigung. Mir fehlte es an Effizienz. Konntest du etwas herausfinden? Die Wände des Apartments waren mit Labyrinthen und anderen Symbolen bemalt. Wie andere Abweichler schien er wie besessen von RA9. Was noch? Ich fand sein Tagebuch, aber es ist verschlüsselt. Die Dechiffrierung kann Wochen dauern. Du warst kurz davor, den Abweichler festzunehmen. Ja. Wie entwickelt sich deine Beziehung zu diesem Lieutenant? Hanks Rettung. Er schien dankbar, dass ich sein Leben gerettet habe. Er hat nichts gesagt, aber es auf seine Art ausgedrückt. Uns bleibt nicht viel Zeit. Die Abweichung breitet sich weiter aus. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis die Medien davon Wind bekommen. Wir müssen das beenden. Um jeden Preis. Ich bringe diese Untersuchung zu Ende, Amanda. Ich werde Sie nicht enttäuschen. Es gibt einen neuen Fall. Geh zu Anderson und untersuche ihn. Wieder zu Hank. Eine Brücke aus Polygon. Das ist ein Hund. Das ist ja
gar nicht neugierig. Ein Bernardino. Hank ist ohnmächtig. Oh mein Gott. Lieutenant Anderson! Schnell. Ruhig, Sumo. Ich bin dein Freund. Ja? Ich weiß deinen Namen. Ich will deinen Besitzer retten. Er ist besoffen. Schottischer Whisky. Leichte Arrhythmie, keine Anzeichnung eines Traumas. Leichte Arrhythmie. Eine Kugel übrig. Was wollte er sich umbringen oder was? Mach doch keinen Scheiß. Lieutenant! Aufwachen, Lieutenant! Ich bin es, Connor! Ich werde Sie zu Ihrem eigenen Wohl aufnüchtern. Ich muss Sie warnen. Lass mich los, du verdammt. Verpiss Sie aus meinem Haus! Tut mir leid, Lieutenant, aber ich brauche Sie. Danke im Voraus für Ihre Kooperation. Hey, verpiss dich, Gefäß von hier! Oh mein Gott. Hey, ja, ja, hey! Schuhe! Fazit! Guter Hund! Fazit! Oh Gott. Verdammt, ich glaube, ich muss kotzen. Aber cool. Na, lass mich in Ruhe, du Arschloch. Ich geh nirgendwo hin. Sieh. Was soll das? Ich will nicht mal. Danke. Tut mir leid, Lieutenant. Es ist zu Ihrem Besten. Nein. Was zum Teufel machst du denn hier? Vor 43 Minuten wurde ein Mord gemeldet. Sie waren nicht in Jimmys Bar, also bin ich hierher gekommen. Scheiße, ich bin bestimmt der einzige Kopf der Welt, der im eigenen Haus vom eigenen Scheiß-Androiden angegriffen wird. Kannst du mich nicht einfach in Ruhe lassen? Vielleicht geben Sie den Fall ab. Jemand anders wird zugewiesen und ich kann meine Mission fortsetzen. Deine verdammte Mission. Alles andere ist dir egal, hä? Hören Sie, Lieutenant, Sie sind nicht Sie selbst. Sie sollten... Verpiss dich, verstanden? Verschwinde endlich hier! Gut, ich verstehe. Es ist vermutlich gar nicht interessant. Ein toter Mann gefunden in einem Sexclub in Downtown? Man wird den Fall sicher auch ohne uns lösen. Naja, ein bisschen frische Luft würde mir sicher nicht schaden. Ja, sicher. Im Schlafzimmerschrank sind ein paar Klamotten. Ich hole sie. Oh Gott. Was möchten Sie anziehen? Streifig.
Let's go, let's go, let's go. Alles in Ordnung, Lieutenant? Ja, ja. Wundervoll. Nur, gib mir 5 Minuten, okay? Klar. Forderte den sofortigen Rückzug aller russischen Truppen aus der Arktisregion. Der Kreml hat noch nicht reagiert. Doch dies ist eine weitere Eskalation des Konflikts. Viele Experten befürchten nun, dass ein dritter Weltkrieg jeden Tag... Eine Studie unter der Leitung von Dr. P. Gorgansk hat die Zeit, die wir vom Mittel verbringen, mit der weit verbreiteten intensivpressiver Epidemie in Verbindung gebracht. Am Aufwachen bis zum Bettgehen sind wir umgeben vom Bildschirm. Natürlich macht zu viel Fernsehen die Augen nicht quadratisch, aber es kann andere schädliche Auswirkungen haben. Ja, kennt man doch. Anrüchige Liebe. Sexroboter. Ja. Autumn Blues, Michigan Brothers. Yum, yum. Oh. Fuck. Er hat einen Sohn verloren. Doch nicht das Leben nehmen. Sei schön brav, Sumo. Oh. Ich bin gleich wieder Alles da. Alles klar, bis gleich. Dafür war das ja gar nicht. Wir hätten mehr rausfinden können. Zum Eden Club aufbrechen. Alles klar, ich danke euch fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Part.